Moin zusammen und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von B&K. Ich bin Sina und heute geht es hier um den Mini Cooper SE. Ich erzähle euch, welche verschiedenen Ausstattungsvarianten es gibt, welche Besonderheiten im Innenraum, wie zum Beispiel das digitale Cockpit. Dann erzähle ich euch ein bisschen was über die Technik und wie ihr vom E-Mini profitieren könnt. Wir haben euch schon mal ein Video zu dem Elektro-Mini gedreht. Da haben wir ihn mit dem Mini Cooper S verglichen. Wenn ihr das sehen wollt, dann klickt auf den Link in der Beschreibung oder in der Infobox. Der vollelektrische Mini basiert auf dem Fahrzeugkonzept des Mini-Dreitürers. Unter der Haube hat er den Motor des BMW i3S. Was die Ausstattungslinien angeht, hat Mini hier ein ganz neues Konzept. Und zwar kann man zwischen den Linien Trim S, M, L und XL unterscheiden. Hier haben wir Trim L stehen. Eine Besonderheit ist, dass der Mini Cooper SE auch schon in der Serie, also in der Trim S-Variante, gut ausgestattet ist. Nämlich mit Sportsitzen, einem multifunktionalen Lederlenkrad, LED-Scheinwerfern und dem digitalen Cockpit. Die ganzen Features blenden wir euch hier nochmal ein. Ihr findet die auch in der Liste, die wir euch auf unserer Homepage verlinkt haben. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Natürlich kommt bei den nächsthöheren Ausstattungsvarianten immer noch mal was an top. Was es da noch gibt, das blenden wir euch auch ein. Im Innenraum angekommen, schaue ich mal, was es hier so Spezielles gibt. Der E-Mini hat hier vorne das 5,5 Zoll große digitale Display, auf dem werden mir die verschiedenen Fahrmodi angezeigt. Das sind einer mehr als beim Mini Cooper S. Wenn ich hier bei diesem Schalter nach unten drücke, komme ich sofort in den Green-Modus. Der hat die Farbe Grün, logischerweise. Einen runter, das ist der neue Modus, Green Plus. Damit kann ich mehr Reichweite erzielen, weil dieser Modus Komfortfunktionen ausschaltet, wie zum Beispiel die Heizung oder die Klimaanlage. Dann gibt es natürlich aber auch unseren Standardmodus mit. Der ist hier grau hinterlegt und noch einen nach oben, Sport in Rot. Eine super coole Funktion ist der Reichweitenkreis im Navi. Den sehen wir hier schon. Je nach Modus ändert er sich. Also wenn ich im Green-Modus bin, komme ich logischerweise weiter, als wenn ich im Sport-Modus bin. Jetzt sind wir gerade im Green-Plus-Modus. Damit kommen wir also am weitesten. Jetzt schauen wir uns mal weiter das digitale Tacho an. Auf der linken Seite sieht man, ob man gerade Gas gibt oder rekuperiert. In der Mitte ist die Geschwindigkeitsanzeige oder wenn man gerade lädt, sieht man da den Ladestand. Und rechts die elektrische Reichweite sowie den Füllstand des Akkus. Ein neuer Schalter ist der hier, mit dem ich die Rekuperationsstufen einstellen kann. Betätige ich ihn einmal, dann leuchtet der, bedeutet, das ist eine niedrige Stufe. Das sieht man hier auch am Display, da ist ein Balken weniger. Damit kann ich schön auf Landstraßen dynamisch fahren. Dann drücke ich den Schalter nochmal, habe ich eine hohe Rekuperationsstufe. Der Balken ist wieder da. Das ist gut für den Stadtverkehr, das ermöglicht mir zum Beispiel das One-Pedal-Driving, heißt, ich kann fast mit einem Pedal fahren, weil sobald ich den Fuß vom Gas nehme, bremst das Auto schon ein bisschen ab. Jetzt zeige ich euch noch zwei kleine Navi-Features. Zum einen den Reichweitenassistenten. Dafür geht man einfach auf das Navi, gibt ein Ziel ein und dann zeigt einem das Navi, ob man dieses Ziel noch erreicht. Fahren Sie zur angezeigten Route. Wir sehen gleich, dass wir das mit unserem aktuellen Ladestand nicht mehr erreichen können. Wenn es möglich wäre, das Ziel in einem anderen Fahrmodus oder über eine alternative Route zu erreichen, dann würde es uns das auch anzeigen. Natürlich kann man aber eine Ladestation in der Nähe suchen und so einen Zwischenstopp einlegen, um wieder zu laden. Außerdem gibt es die Möglichkeit, eine sogenannte Green Route zu planen. Das ist eine besonders effiziente Route. Natürlich müsst ihr dafür auch im Green-Modus fahren. Um das zu tun, gehen wir auf Route und schon wird uns hier die Green Route angezeigt. Bitte fahren Sie zur angezeigten Route. Ich hatte ja versprochen, dass ich euch noch was zur Technik erzähle. Starten wir also mal mit dem Motor. Der hat 184 PS und einen maximalen Drehmoment von 270 Newtonmeter. Außerdem ist er in 7,3 Sekunden von 0 auf 100 und hat eine Höchstgeschwindigkeit von 150 Stundenkilometern. Es ist halt immer noch ein E-Auto. Was es aber auch noch gibt, ist die aktornahe Radschlupfbegrenzung. Die sorgt dafür, dass die Traktion signifikant verbessert wird, was wiederum dafür sorgt, dass die Leistungsuntersteuerung, die es meistens bei Autos mit Frontantrieb gibt, reduziert wird.
Die Batterie ist netto 28,9 Kilowattstunden groß. Damit kommt ihr laut Datenblatt 242 bis 270 Kilometer weit. In der Realität sind das wahrscheinlich aber nur 200. Wenn ihr von 0 auf 80% laden wollt, dann könnt ihr das mit dem DC-Stecker, der 50 kW hat, innerhalb von 40 Minuten. Mit dem AC-Stecker bei 11 kW braucht ihr ungefähr 3 Stunden. Wenn ihr euer Fahrzeug zu Hause an eurer 230 Volt Steckdose laden wollt, dann habt ihr hier ein Ladegerät mit 2,3 kW und um da von 0 auf 80% zu kommen, braucht ihr ungefähr 12 Stunden. Das Kabel, mit dem ihr zu Hause an eurer Haushaltssteckdose laden könnt, das ist serienmäßig dabei, genauso wie das AC-Kabel, womit ihr in der Öffentlichkeit 11 kW laden könnt. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie ihr auch im Alltag von dem E-Mini profitiert. Erstmal gibt es eine besonders lange Garantiezeit auf Akku und Motor, nämlich 8 Jahre oder 100.000 Kilometer. Außerdem bekommt ihr ein Batteriezertifikat, was besagt, dass die Batterie auch auf Dauer nicht großartig an Kapazität verliert. Und der Wagen erfüllt alle Voraussetzungen, damit ihr vom staatlichen Umweltbonus von 4.000 Euro profitieren könnt. Ihr dürft euer E-Fahrzeug seit dem 01.01.2017 sogar bei der Arbeit laden. Natürlich müsst ihr das vorher mit eurem Arbeitgeber absprechen. Auf diesen Geldwertenvorteil müsst ihr nicht mal Steuern zahlen. Genauso fahrt ihr mit eurem Fahrzeug 10 Jahre lang Kfz-steuerfrei. Und ihr könnt auf öffentlichen Parkplätzen teilweise kostenlos parken oder laden. In manchen Städten könnt ihr sogar die Busspuren nutzen und kommt so nochmal schneller an euer Ziel. Auch wenn ihr euer Fahrzeug als Dienstwagen nutzen wollt, ist das natürlich möglich. Darauf zahlt ihr nämlich noch weniger Steuern als auf den Verbrenner. Wenn ihr noch mehr Infos zur Dienstwagenbesteuerung wollt, dann geht gerne auf den Link in der Beschreibung. Seid ihr schon überzeugt von E-Autos oder vertraut ihr noch auf den guten alten Verbrenner? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und für mehr Infos zu BMW und Mini abonniert den Kanal.